Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Vizibis Interactions. So, wir nähern uns dem Ende des ersten Kapitels. Was ist das erste Kapitel? Das Kapitel Welcome to Interactions mit den Vorbereitungen, um in die Overworld zu kommen. So, erst einmal, was ich zuvor komplett übersehen hatte. Wir haben den ersten Meilenstein erreicht. Also, ich glaube, das wird... Oder sagen wir mal, das erste Achievement. In Philosopher's Stone kriegen wir eine Trophäe und 8 Obsidian, was ich mal richtig geil finde. Weil Obsidian ist nichts anderes als eine Menge EMC. Und die packe ich jetzt einfach mal hier rein. Equivalence Exchange Displaying Philosopher's Stone. Und at 9th December 2019, bla bla bla. Ja, da seht ihr gerade genau, wann ich diese Folge aufnehme. So, wie gesagt, wir nähern uns dem Ende, beziehungsweise dem guten alten Portal in die Overworld. Aber ich möchte gern gucken, dass wir diese gesamte Serie dann einmal, oder diese gesamte Seite dann fertig kriegen. Und dafür habe ich was vorbereitet. Nein, ich habe euch wirklich was vorbereitet. Und zwar möchte ich einmal anfangen. Wir haben hier einmal die Aufgabe, ein Bucket of Liquid Dirt zu machen. Liquid Dirt ist... Da haben wir das Rezept. Man nehme einen Eimer, einen Dirt plus einen Wassereimer mit Arcane Ashes. Und wenn ich mich recht erinnere, sollte das auch mit einem Clay Bucket funktionieren. Jawollo! Jawollo, hier ist der Rollo und der gibt uns einen Bucket of Liquid Dirt. Bitteschön. Das wollte ich sogar eigentlich gesagt gar nicht wirklich haben gerade. Was macht ein Bucket of Liquid Dirt? Das ist ganz einfach. Den platziere ich jetzt einfach mal hier hin und ich habe hier extrem schnell runter so eine Wassersäule, beziehungsweise so ein großes Wasserfeld. Und das wird innerhalb von ein paar Sekunden alles zur Erde. Also wenn einer mal wirklich viel Erde braucht, eine super, super gute Möglichkeit. Ich brauche es aber gerade nicht. Denn ich habe hier noch gutes Erde. Und über EMC, naja. Muss ich, glaube ich, nicht näher darauf eingehen. So. Liquid Dirt haben wir auf jeden Fall schon hergestellt. Das können wir auch hier rausnehmen. Dann machen wir mal weiter. Hier die Reihe haben wir fertig. Wir müssen noch die White Candle machen. Die White Candle ist auch relativ einfach. Wir brauchen für eine Kerze brauchen wir Pressed Wax und ein String. Pressed Wax ist auch nichts anderes als Candleberries mit einem Pot. Haben wir ja zum Glück ein ganzes Feld von. Wir nehmen einen String und zack, White Candle. Da bekommen wir nämlich auch etwas ganz, ganz Feines. Ein Smart Chicken Egg. Das tue ich jetzt noch hier oben rein, weil ich hier jetzt noch nicht wirklich mitarbeiten möchte. Weil ich erst noch andere Chickens holen möchte, damit ich auch für viel fertigen kann, dass es sich dann noch lohnt. So. Machen wir weiter. Der gute alte Builder's Wand. Den finde ich immer noch genial. Der wird auch hier sehr hilfreich sein. Ist auch relativ leicht zu machen, indem wir einmal wieder Arcane Edge verwenden. Low Covalence Dust und einen Stick. Wir kriegen das wundervolle Work-in-Progress-Symbol. Und schon ist unser Builder's Wand fertig. Unser Better Builder's Wand. Entschuldigung. Kriegen wir auch keine Belohnung für. Wer hat das gesagt? Du weißt das doch bestimmt, oder? Und den können wir jetzt auch noch upgraden zum Cyclic Building Scepter. Nee, Moment, können wir gar nicht upgraden. Können wir auch noch machen. Da braucht man wieder kein Ashes, ein Knochen und ein Obsidian. Haben wieder ein bisschen Work in Progress. Was ist denn das Cyclic Building Scepter? Das ist, wenn ich das richtig im Knopf und auch im Kopf, ist das ein Builder's Wand für der mehrere Funktionen hat. Ich weiß es gerade nicht mehr selber genau. Okay.
Ich bin gerade ehrlich, ich habe gerade überhaupt keine Ahnung mehr, was er kann. Ich schaue mir das Wetter nochmal an und jetzt habe ich gerade einen Fehler gemacht. Denn wir wollen den Formation Wand. Also, da braucht man einfach nochmal ein Obsidian mit dem. Ja gut. Dann machen wir den auch schon direkt fertig. Zack und zack. Und wir haben diesmal wieder sogar ein echtes Logo. Ist ja mal Wahnsinn. Denn jetzt bekommen wir den Formation Wand raus. Der Formation Wand ist von Astral Sorcery. Und der war, meine ich, dafür da, dass man diese bestimmten Muster, die Astral drin hat, auch genau kopiert. Ich hoffe, ich habe das richtig erklärt, ich bezweifle es. So, jetzt haben wir schon wieder einiges abgefrühstückt. Den Eimer nehme ich sogar raus, will ich einen im Inventar haben. Jetzt haben wir hier noch vor uns da die Conveyables. Die können wir mal schnell machen. Die können wir nämlich hier easy im Crafting Table machen. White Conveyor Belt. Automate all the things. So, da kriegen wir noch ein Insertion Conveyor Upgrade und ein Extraction Conveyor Upgrade. Und hier haben wir auch noch was fertig. Und zwar nochmal White Conveyor Belts und ein Raspberry Jelly Sandwich. Lecker. Guck mal hier in den Kühlschrank. Du bist jetzt mein Kühlschrank, habe ich beschlossen. Das Zeug tue. Ne, die Schaufel nicht. Das tue ich einfach mal hier rein gerade. So, die Architect Sawbench haben wir auch noch vor uns. Was ist die Architect Sawbench? Das ist einfach nur, um schöner zu bauen. Baue ich jetzt einmal auf. Hier haben wir jetzt alles dabei, was wir dafür brauchen werden. Und zwar werden wir einmal ein Large Pulley brauchen. Keine Ahnung, was das ist. Wir brauchen dann wo weitere Waterpowered Sawblade. Haben wir schon einmal gebraucht. Und dann können wir die Architect Sawbench bauen. Ja, kommt auch mal hier rein. Haben wir auch fertig. Und dann bleibt uns nur noch der Crying Obsidian Block. Was ist der Crying Obsidian Block? Das ist Obsidian mit einem Clay Bucket. Also ein Wassereimer wieder. Es dauert wieder einen kleinen Moment und schon haben wir den Crying Obsidian Block. Der ist sogar relativ cool. Den werde ich mir hierhin platzieren, wenn man jetzt einmal Rechteck drauf macht. Ja, ist ein Spawn Point. Ist ganz nett, finde ich. So, damit haben wir schon alles abgefrühstückt, was ich machen wollte. Das war's dann mit dieser Folge. Nein, 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 natürlich schon nicht. So, den Hammer wollte ich noch wegwerfen, ne? Und die Pickaxe kann ich eigentlich auch wegwerfen. Da tue ich da wieder rein. Werden wir bestimmt noch brauchen. Was jetzt noch ansteht, ist der Melter, der Porzellanmelter. So. Den werde ich mir einmal hier markieren. Habe ich eigentlich hier schon Lava reingetan? Nein. Das heißt, wir brauchen für den Melter Seared Bricks, Porzellan Bricks. Porzellan kriegen wir über Quarz und Clay oder Bone Meal und Clay. Das sollte nicht das Thema sein. Allerdings brauchen wir dafür noch einen Tank. Den Porzellan-Tank. Das heißt, die zwei Sachen sind gerade das Wichtigste. Den Claykiln, da habe ich einen über. Wir brauchen jetzt 12 mal diesen Porzellan-Clay. So, zack. Und von den Seared Bricks mit den Grout. Und Grout müssen wir, glaube ich, oder können wir das schmelzen? Doch, können wir schmelzen. Dann machen wir das einmal schnell fertig. Ich habe hier nämlich also auch Feuer unter die getan. So. Sogar ein schönes Gewitter haben wir noch dabei. So muss das sein. So lobe ich mir das. Und wir brauchen ein wenig Lava. Das heißt, wir müssen nochmal einen Obsidian rausnehmen. Platzieren den hier. Einmal umwandeln. Zack. Ich habe vergessen, dass das war.
Ja, ist ja gut. Ist ja gut da oben. So, nochmal kurz die Wampe vollfressen. Ja. Und dann würde ich sagen, hole ich euch wieder, wenn ich alles zusammen habe. Bis gleich. So, weiter geht es. Ich habe jetzt alles dafür im Inventar. Und zwar einmal hier den Porzellan Tank. Und dann jetzt hier einmal, können wir einmal Shift-Click. Ach, ich habe keinen Hammer mehr. Mallet hieß der Teil. Stimmt ja, das hat, ist eben kaputt gegangen. 1, 2, 3. Stone. So. Das ist gar kein Problem. So, jetzt Porzellanmelter. Und schon haben wir auch diese Quest fertig. So, ich tue einmal hier die Handschuhe rein. Ich habe nämlich jetzt hier noch gesehen, dass ich noch einen Clay Bucket mit Lava habe. So. Da bekommen wir einen Apple Pie und eine Redstone Clock. Und es ist endlich soweit. Die letzte Quest steht offen. Es geht jetzt gleich los in die Overworld. Das heißt, wir müssen vorbereiten. Low Covalence Dust, Paperwall, Seared Bricks und Reed. So. Wir brauchen 10 Stück. Das heißt, davon brauchen wir 20. Wie viel habe ich davon noch da? 5. Okay, da muss ich schon was von machen. Paperwalls, das sollte nicht das Thema sein. Sugar Canes habe ich, meine ich, einiges über, oder? 51, na gut, da muss ich mal was anpflanzen. Gut, Reed. Das sollte jetzt nicht wirklich das Thema sein. Das ist fünfmal dieses Rezept und das ist größtenteils eigentlich nur Cobblestone. Und gut, die Seared Bricks. Da brauche ich dann insgesamt 20 von. Kann ich den Seared Stone irgendwie herstellen? Ja gut, über den Melter. Da müsste ich aber dann noch einen Faucet machen und einen Basin heißt das, ne? Genau. Das heißt nochmal 10 Bone Meal. Hier habe ich 6, aber ich habe noch Knochen. Gut. Ich kümmere mich dann schon mal gerade um diese Sachen. Dann heißt das für uns einfach nur im Klartext, dass es gleich weitergeht. Und wenn wir uns gleich wiedersehen, geht es hoffentlich los in Richtung Overworld. Bis gleich. Ja. Also, ich war jetzt eine gute halbe Stunde bis eine Stunde mit meinem Hund mal draußen. Hat auch noch sowas gemacht und naja. Das ist eben erst fertig geworden. Ich bin ganz ehrlich, so richtig überzeugt bin ich davon jetzt nicht von dieser Farm. Deswegen war ich nämlich eben auch schon mal am Schauen, ob ich noch irgendwie was anderes machen kann. Noch eine andere Möglichkeit gibt, um schnell an Sugarcane zu kommen, weil das Problem ist, ich kann jetzt hier nicht einfach, ja, so schon mal gar nicht, drei machen für drei Papier. Wir haben hier eine 3 zu 1 Konvertierung. Das heißt, drei Sugarcanes sind ein Papier. Deswegen habe ich hier mal eine kleine Automatisierung aufgebaut. Da habe ich jetzt diese Plant Fibers drin, die sind nämlich 1 zu 1 zu Papier. Und ich muss sagen, das funktioniert dann doch schon was besser. Dementsprechend machen wir dann jetzt mal schnell hier mit 5 müsste das so sein. Jawohl. Die letzten 40 Reeds fertig und wir haben es. Was brauchst du? Ein Hammer, okay. Geschafft. Quest complete.
Wir haben es geschafft. Wir bekommen Teleporter, Ender Shards. Wir bekommen hier jetzt die Trophäe. Ich bin froh. Terra Nova. Die tue ich sogar mal hier rein. Und ich entrümple auf jeden Fall mal gerade ein bisschen mein Inventar, dass ich so Sachen, die ich jetzt auf jeden Fall nicht brauchen werde. Einmal darüber tue und ich würde sagen, wir bauen da drüben das Portal mal auf. Sollen wir das in die animierte Version mal chiseln? Chiseln müsste ich ja noch haben. Hab doch kein Chisel gemacht. So. Dann tun wir den auf jeden Fall zurück. Ich will ein paar Blöcke mitnehmen. Und ich würde sagen, wir bauen einfach mal hier nochmal. Eins und ja, das war jetzt sehr wundervoll. Das war sehr intelligent und klug gemacht. So, Portal in die Overworld aktiviert. Halt, noch einmal vollfressen. Hey, vollfressen. Glaube. Sehr schön. Willkommen in der Overworld. Keine Rückmeldung. Lol, bin ich schon durchgegangen? Lass mich zurück, lass mich zurück, lass mich zurück. Ich wollte doch noch gar nicht durch. Boah, da hatte ich jetzt gerade mal einen kleinen Schockmoment für heute Abend. Ich wollte nämlich auf jeden Fall noch ein paar Kerzen mitnehmen. Weil Kerzen sind so die Beleuchtungsmethode für dich in diesem Pack hier. Weil du die halt relativ schnell hergestellt hast und alles, ne? Ich meine, das habe ich ja mit euch schon mal jetzt gezeigt in der. War das in der letzten Folge oder war es in dieser Folge? Ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher. Dürfte sogar in dieser gewesen sein. So. Press Flex hier rein. Jetzt haben wir auch ein paar Kerzen und wir können ein bisschen was machen. Gehen wir nochmal durch. Da haben wir schon den ersten. Da haben wir schon die ersten Kandidaten. Schön, dass sie hier schon mal weg sind. So, und das allererste, was ich mache. Hier eine kleine Festung der Einsamkeit aufbauen. Ja, ist ja gut, kriegst du auch ein Autogramm, wenn du willst. Bitteschön. Boah, immer diese Fans, ne? Schlimm mit denen. So. Ich höre schon wieder die Spinne, das gefällt mir auch schon wieder super. Auf jeden Fall.
Ich kann wirklich nur empfehlen, hier direkt am Anfang ein. So, hier ist so ein Baum. Schon sofort einen kleinen Bunker draus zu machen. Ich finde, was man ganz am Anfang nicht möchte, ist, dass man hier rauskommt, sofort Creeper, Hallo und Schuss hat. So. Ich drücke mal Y, Waypoint. Portal. Confirm. Und ich würde sagen, ich hoppe mit euch mal ein kleines bisschen hier rum. Oh, hier haben wir Golrosius Daisy. Schaue ich mal ganz kurz nach, was das für eine Blume ist. Wir können nämlich jetzt hier schauen. Golrosa ist Magnetite. Und das werde ich jetzt erstmal eine lange, lange Zeit machen. Hier schön durch die Gegend toppeln, Blumen finden, sagen, okay, alles klar, ist die Blume. Hier haben wir schon die nächste, die African Lily. Das ist Appetite. Denn nur hierüber bekommen wir unsere Erze ran. Ich will jetzt mal kurz hier um die Ecke schauen, was wir hier so noch haben. Ich hoffe hier auf ein Dorf. Okay, das sieht cool aus. Ich hoffe inständig, dass wir hier direkt um die Ecke noch ein Dorf haben, sonst muss ich noch einen anderen Weg was machen. Also letztes war Olivine. F7 mache ich mal gerade aus. Ich weiß, er kann überall was spawnen. Und man hat auch gerade eben schon gesehen, wenn man hier in die Welt reinkommt, es ist arschdunkel. Das dürfte Kohle gewesen sein. Jawohl. Also ich werde jetzt einen Teufel tun und mit euch hier schon alle Pflanzen suchen. Das mache ich schon noch schon alleine. Patchers Patten war das nicht sogar. Ne, das war Lapis. Aber das ist auch gut. So. Das sieht jetzt hier nicht so wirklich dorfmäßig aus. Ich glaube, einige fragen sich schon, warum was ich jetzt beim Dorf will. Okay, hier haben wir schon mehr. Ja. Was ist das? Barren Strawberry. Das ist Soapstone. Ich glaube, das waren Gregtech-Erz. Also gut, sind alles Gregtech-Erze, aber so ein Gregtech-Erz. Ich glaube, das versteht man schon eher, was ich darunter meine. Wenn nicht, auch nicht schlimm. Nee, das ist jetzt nichts. Portiere haben wir hier. Schafe werden wir auf jeden Fall brauchen. Ja, das sieht jetzt nicht so wirklich. Ach, verdammt, ich bin so blöd. Ghost or Shit ist Iron. Garlic Mustard dürfte Tin sein. Jawohl. Ich glaube, ich habe das so vor, als würde ich hier schon alle Erze gerade abfarmen. Also alles, was es so gibt hier schon. Das ist nämlich ungewohnt. Beim letzten Mal, als ich es gespielt hatte, da musste ich doch noch ein Stück latschen, bis ich was gefunden habe. Hier haben wir wieder Ozean. Hydrangea. Galena. Also wir kriegen gerade auf jeden Fall einiges an Quests. Crassula bla 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 ist Quarz. Irgendwas sagen wir, die Spawnrate von den Erzadern ist erhöht. Also erhöht worden. Jetzt muss ich schon langsam aufpassen.
Ah, kriege ich in dieser Tod in dieser Folge noch den Tod hin? Ich glaube ja. Oh mein Gott. Sind es jetzt die Teile? Ja, Regenerationstränke. Das Schöne ist, diese Kohorschteile kann man auch anpflanzen. Asian Copper Leaf dürfte Kupfer sein. So, da drüben will ich jetzt noch einmal gucken gehen, was wir da noch haben. So, hinter den Bergen, bei den sieben Zwergen. Alter, was ist das für ein Monsterberg? Alter. Ja, da haben wir schon einiges. Ja, dorfmäßig, das sieht anders aus. Kann ich mich da hin? Ich wollte nämlich jetzt mal hier drüben gucken, ob da ein Wüstendorf ist. Dorf ist gerade irgendwie höchste Priorität für mich. Ich habe nämlich keinen Bock, noch was zu machen. Aber ich bin schon mal froh, dass wir hier schon mal so viel Erze an einem Punkt haben. So. Mit drei Herzen hier im Rumlatschen ist genial. Aber wie gesagt, ich habe ja schon mal erzählt, dass ich jetzt nicht unbedingt in der Overworld bauen möchte. Oh, Kaktus nehme ich nochmal mit. So eine good old Kaktusfarm, ne? Da haben wir Lava, da ist Öl. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Da haben wir nochmal Öl. Das ist sogar nochmal gut. Oh mein Gott, ist das Cambridge Blue? Es ist Cambridge Blue. Cambridge Blue ist Diamonds. So. Das sieht hier aber immer noch nicht so wirklich dorfmäßig aus. Öl werden wir noch sehr, sehr gut gebrauchen können. Das habe ich noch nicht selber gesehen, also noch nicht selber gemacht, aber bei einem anderen Streamer schon gesehen. Oder mal hier. Wo ist es? Redstone. Hey. Also. Alles klar. Wird mir einfach mal meine Pickaxe, meine Axt abgezockt. Ganz vergessen, dass hier Draconic drauf ist. Ja. Aber hier ist und bleibt kein. Hier ist einfach kein Dorf. Jetzt will ich gerade überlegen, ob es. Ich muss gleich mal nachschauen, ob die Dörfer ausgepatcht haben. Ich will es nämlich nicht hoffen. Ja. Pass auf, ich beende dann einfach mal hier die Folge. Und ich fliege dann offscreen mal so rum, ob hier so ein Dorf ist. Also im Creative natürlich, aber. Einfach weil ich es wissen möchte. Wir werden dann schon noch da selber hinleiten, so ist es nicht. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.